Hi, schön, dass du heute wieder mit eingeschaltet hast und ich begrüße auch dich, wenn du ja heute zum ersten Mal mit dabei bist. Mein Name ist Gwendolyn und ich möchte heute ganz gerne mal auf einen Duasien-Mythos eingehen. Und zwar der Duasien-Mythos von Gefühlsklärer und Loslasser. Das begegnet mir immer wieder, dieses Gefühlsklärer, Loslasser. Ich bin eigentlich der Loslasser, aber irgendwie bin ich auch Gefühlsklärer. Ich bin mir nicht sicher, ob ich der Loslasser oder der Gefühlsklärer bin. Ich möchte ganz gerne heute mal ein bisschen darüber aufklären, was du wirklich bist und was du nicht bist. Also bis gleich. Für den Anfang wie immer vielen, vielen Dank für deine Spende, dein Like und dein Abo. Ich freue mich wahnsinnig darüber. Ihr unterstützt mich hier so toll. Von daher, ohne dich, ohne euch gäbe es diesen Kanal überhaupt nicht. Und ich freue mich natürlich auch über jede liebevolle, wertschätzende Nachricht, die ich erhalte. Loslasser und Gefühlsklärer. Worauf ist denn das überhaupt zurückzuführen? Ich fange mal am Anfang an. Duasien wurden ja vor sehr, sehr langer Zeit im Geist getrennt, nämlich als es in Richtung Kali Yuga ging. Jetzt sind wir zur Endzeit des Kali Yugas, beziehungsweise es ist jetzt schon in den Endausläufern. Es ist ehrlich gesagt schon vorbei. Wir spüren nur noch die Nachwehen. Ja? Jetzt heißt es wieder, dass sich die Duasien vereinen. Ja? Das Ding ist, vor 30, 40, 50 Jahren wusste man noch gar nicht so viel über Dualseelen. Und das heißt, die ersten Leute, die ihrer Dualseele begegnet sind, sind relativ blind durch den Prozess gestolpert. Dann hat man sich in der spirituellen Szene so ein bisschen ausgetauscht. Ach, guck mal, du hast ja das Gleiche erlebt und das habe ich auch erlebt. Und schau mal, der hat auch genau das Gleiche. Und so entstand ein Dualseelenkonzept. Konzepte sind nichts Falsches. Ja, ich habe nichts gegen Konzepte, weil unser menschlicher Verstand liebt Konzepte. Ja, Konzepte dienen ja einfach nur dem Umstand, dass wir etwas erklären können. An und für sich, wenn du mal deine eigene Seele fragen würdest, was ist denn eigentlich eine Dualseele, würde deine Seele das gar nicht so kompliziert erklären. Privates Beispiel, als ich ganz neu war und festgestellt habe, ach Gott ist ja gar kein Seelenpartner, ist die Dualseele, hat meine Seele mir gesagt, dass mein Dual nichts weiter ist als eine andere Inkarnation. Ich bin das in einer anderen Inkarnation. Ich bin das in einem anderen Körper, gleichzeitig, parallel. Und dass mein Dual nichts weiter ist als mein direkter Spiegel. Und zwar insofern, dass er alles auslebt, was ich nicht auslebe, beziehungsweise dass er alles auslebt, was ich in mir unterdrücke, wo ich nicht hinschauen soll. Genauso umgekehrt, dass ich alles auslebe, was er unterdrückt, dass ich alles zeige, was er in sich noch nicht gefunden hat, was er in sich verdrängt. Das heißt, wir bräuchten allein anhand dieser Information schon mal gar kein Konzept mehr. Ja, so bin ich in dem Prozess gestartet, so bin ich da reingestolpert. Dann bin ich auf ganz viele Videos gestoßen von Gefühlsklärer und Loslasser. Und der Loslasser beginnt. Der Loslasser beginnt, macht den Start. Der Loslasser muss, ach, was für ein Wunder, loslassen. Dann hat der Gefühlsklärer auf einmal Liebeskummer. Dann muss der Loslasser bei sich ankommen. Dann wird der Liebeskummer beim Gefühlsklärer immer schlimmer. Dann muss der Loslasser in seine Berufung gehen. Auf einmal bröckeln die Mauern des Gefühlsklärers. Als ich das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, hä? Was erzählt ihr denn da? Wenn das doch ich bin, die da einfach in einem anderen Körper nochmal rumläuft und wenn meine andere Inkarnation mir einfach nur meine Schatten zeigt und meine Lichtaspekte zeigt, muss ich mich doch nur in ihm erkennen und alles lernen anzunehmen, was mir da gezeigt wird, in Liebe anzunehmen, in Liebe anzunehmen und als das zu erkennen, was ich bin. Ja, es geht bei der Dualseelenbegegnung um nichts weiter, als dass du dich im anderen erkennst und dass du lernst, dich in Liebe anzunehmen, dass du auch erkennst, was du nicht bist. Zum Thema Loslasser und Gefühlsklärer. Solange du in solchen Kategorien denkst wie Loslasser und Gefühlsklärer, erzeugst du Trennung. Das habe ich schon mal gesagt in einem etwas älteren Video. In dem Moment, wo ich sage, ich bin der Loslasser,
und mein Gegenüber ist der Gefühlsklärer, sind wir ja zwei. Wie soll denn aus zwei auf einmal eins werden? Wie soll das gehen? Wenn ich so denke, bin ich voll im Ego-Bewusstsein. Dann bin ich wirklich in diesem Bewusstsein, hier bin ich und da ist die Welt. Hier bin ich, da bist du. Und solange ich so denke, ja, solange ich mich als getrenntes Geschöpf von meinem Dual empfinde, solange ich die Einheit nicht erstmal mit dem Verstand erkenne und später mit dem Herzen fühle, solange das nicht gewährleistet ist, kann im Außen nur Trennung herrschen. Ja? Deswegen, wenn es dir möglich ist, nach dem ganzen Brainwashing, was du schon hinter dir hast, aber wenn es dir möglich ist, lass bitte das Konzept von Loslasser und Gefühlsklärer los. Ja? Natürlich scheint es so auszusehen, als ob das passt, aber ganz ehrlich, wenn man sich jetzt mal aus psychologischer Sicht das Konzept von Loslasser und Gefühlsklärer ansieht, hat man da einfach nur einen Menschen, der aktiv bindungsängstlich ist und einen Menschen, der passiv bindungsängstlich ist. Und die beiden knallen aufeinander. Ist ziemlich häufig in der Psychologie der Fall, dass jemand mit starken Verlustängsten sich natürlich ausgerechnet jemand aussucht, der starke Bindungsängste hat. Und deswegen entdecken sich auch so viele in diesem Konzept wieder. Und wie gesagt, ich mache meinen Kollegen von vor 20, 30, 40 Jahren da keinen Vorwurf. Sie konnten es gar nicht wissen. Ich bin heilfroh, dass ich nicht so blind durch den Prozess stolpern muss. Aber einfach damit du das jetzt mal verstehst, dieses Konzept wurde damals entwickelt von Loslasser und Gefühlsklärer, weil die Leute damals keine andere Erklärung hatten. Sie haben festgestellt, hier gibt es einen roten Faden. Und diesen roten Faden haben wir alle irgendwie ähnlich durchlaufen und daraus wurde ein Konzept gebastelt. Genauso wie dieses Konzept von du bist unheil. Du musst dich heilen, um zu sein. Lass mal diesen Satz auf dich wirken. Du musst dich heilen, um zu sein. Wirklich? Also ganz ehrlich, du kannst auch unheil sein. Ja, beziehungsweise dieser Satz impliziert ja, dass an mir irgendwas nicht in Ordnung ist. In dem Moment, wo ich so an die ganze Sache herangehe, gehe ich ja automatisch davon aus, dass ich nicht stimme, dass mit mir etwas nicht richtig ist, dass in mir irgendwas repariert werden muss, ja, dass ich noch nicht gut genug bin, damit ich mit meiner Dualseele zusammen sein kann. Das ist genauso ein Bullshit. Du kannst jahrelange Psychotherapie machen, ja? Du kannst jahrelange innere Kindheilung machen, du kannst jahrelange energetische Heilung machen. An diesen Sachen ist überhaupt nichts verkehrt und hey, ich verdiene damit mein Geld, daran ist überhaupt nichts verkehrt, aber egal wie viel du da heilst, 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 ja? Das ist nicht der Dualseelenprozess. Es schadet dir nicht, aber es ist nicht der Dualseelenprozess. Der Dualseelenprozess ist, ich erkenne mich in dir und ich nehme mich zu 100% an. Ich erkenne die Einheit von dir und mir. Ich erkenne, dass wir nicht zwei sind. Das ist der Prozess. Bei manchen funktioniert dieser lange Weg über Egoheilung, über innere Kindheilung, über Energieheilung. Der funktioniert aber nur, weil der Loslasser irgendwann in einen Zustand von Sein kommt. Von Liebe sein, von Einheit sein. Natürlich geht das auch nach 20, 30 Jahren Psychotherapie. Irgendwann kommt man dann dahin. Die Frage ist, musst du denn diesen Weg gehen? Ich sage nein, es ist nicht notwendig. Du kannst nämlich auch mit einem unheilen Ego, mit deinem Dual sein. Die einzige Voraussetzung ist, dass du dich so annehmen kannst, wie du bist. Selbst wenn da Anteile in dir sind, wo du sagst, nee, die gefallen mir nicht. Wenn du da Anteile in dir hast, die dir nicht gefallen, kannst du dich davon lösen und kannst quasi erstmal in Liebe annehmen, integrieren und dann dein Verhalten ändern. Ansonsten, du musst das aber nicht tun. Du kannst auch einfach sagen in Liebe, mein Ego ist faul. Ja? Und ich kann diesen Satz, mein Ego ist faul, jetzt als gut oder schlecht bewerten. Ja, ich kann das in Liebe annehmen und so sein lassen. Oder, nein, das gefällt mir nicht. Okay, machen wir mal aus dem faulen Ego ein fleißiges Ego. Ja,
Das ist der Trick. Ja? Es geht nicht darum, dass du dich von allem lösen musst, was dir in dir nicht passt. Es geht darum, dass du einfach nur alles in Liebe annehmen musst, was da ist. Zu den Ängsten. Dein ganzes Ego, ja, dein gesamtes Ego, deine gesamte Ich-Identifikation, dein inneres Kind ist Angstenergie, ist reine Angstenergie und zwar in allen möglichen Situationen und das bleibt auch so. Dein Ego ist Trennungsbewusstsein und das bleibt auch so. Aber das, was du wirklich bist, deine Seele, ist Einheitsbewusstsein, ist Liebe, ist längst perfekt, vollkommen und weise. Das heißt, wenn du es schaffst, diese Ego-Identifikation zu lösen, in die Einheit zu gehen, ja, dich daran zu erinnern, dass du niemals außerhalb dieser Einheit warst, ja, dass du quasi einfach nur einen Schlag auf den Kopf bekommen hast. Wenn du das schaffst, hast du automatisch den Dualseelenprozess gemeistert. Und da musst du nichts weiter tun. Deswegen so dieses Konzept von Gefühlsklärer-Loslasser. Ich schüttel immer mit dem Kopf, wenn meine Klienten so zu mir kommen. Nein, du bist beides. Ja, wenn wir überhaupt so rangehen wollen, dann bist du beides. Und eigentlich bist du keins von beiden, weil du bist du. Ja, und wie dein Ego aufgebaut ist, das ist eigentlich vollkommen egal. Das ist gleichgültig. Wichtig ist einfach nur, dass du dein Ego in Liebe annimmst, da veränderst, wo du es möchtest und nur wo du es möchtest und dass du anerkennst, mein Dual ist das gleiche, was ich bin. Ja, es gibt keinen Unterschied, es gibt nicht zwei, ihr seid eins. Genau, so, das wollte ich einfach gerne heute mal loswerden. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar neue Denkimpulse geben, dass du jetzt besser verstehst, warum ich auch so furchtbar ungerne von Gefühlsklärer und Loslasser spreche. Ja? Ich hoffe, das kam heute ganz klar rüber. Wenn dir dieses Video gefallen hat, wenn es dir geholfen hat, dann lass mir jetzt unbedingt ein Like da. Gerne auch abonnieren und ich freue mich, wenn du hier das nächste Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir eine wundervolle Zeit. Bis dann.